Ich freue mich voll. Oh mein Gott. Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zu einem ganz besonderen Video. Wie ihr vielleicht dem Titel entnehmen könnt, werde ich nach LA ziehen. Und ich dachte mir, ich berichte euch heute einfach so ein bisschen darüber, warum und für wie lange. Und ja, also was ist einfach so eine Neuigkeit oder ein Fakt in meinem Leben, den ich mit euch teilen möchte. Und da mir nicht alle von euch auf Twitter, Snapchat oder Instagram folgen, dachte ich mir, erzähle ich es euch heute in einem Video, was sich darum drehen wird. Ich war vor ein paar Monaten das erste Mal in LA, ich glaube es war im Mai oder sowas, für eine Woche ungefähr, eine knappe Woche, und es war so schön und es hat mir so gut gefallen. Und vorher, bevor ich dort war, wollte ich schon immer mal in die USA, und LA war so einer der Spots, wo ich immer gerne hin wollte, und ich fand es so schön dort, als ich da war. Ich war so begeistert von den Menschen, von der Mentalität, dass ich mir dachte, okay, wieso kann ich nicht, wieso soll ich nicht einfach mal für ein paar Monate dort leben und gucken, wie es mir gefällt, weil natürlich immer ein Unterschied ist zwischen, ich bin mal kurz da für 5 Tage und leben, ob einem wirklich etwas auf Dauer gefällt. Aber ich war schon immer davon fasziniert, so von diesem amerikanischen irgendwie. Jedes Land hat so Vor- und Nachteile, aber ich hatte schon immer den Eindruck, dass sie sehr offen sind und auf jeden Fall auch oberflächlicher, aber in manchen Situationen gefällt mir das Ganze gut. Ich muss sagen, für mich als Typen, der sich schminkt und der etwas auffälliger ist, hier in Deutschland rauszugehen, ich habe mich daran gewöhnt und ich komme damit klar, wie Leute gucken, wie Leute sich verhalten, und vor allen Dingen in Berlin, wo ich ja momentan wohne und wo es mir auch wirklich am besten gefällt in Deutschland, ist es nicht super unangenehm, sondern am besten meiner Meinung nach in ganz Deutschland, für die Orte, wo ich bis jetzt war, inwiefern ich das beurteilen kann. Aber trotzdem ist es so, ich gehe raus und ich weiß ganz genau, Leute gucken, und mir ist bewusst, dass Leute mich angucken, weil ich ein bisschen aus der Masse rausfalle, und das ist auch okay. Aber manchmal sind die Blicke einfach so unangenehm und es ist so, es gibt mir halt kein schönes Gefühl, und ich habe mich daran gewöhnt, und das ist halt, wie gesagt, in Berlin am besten, in Deutschland. Aber in LA, Leute, es war so ein krasser Unterschied. Dort bin ich rausgegangen und die Leute haben mir andauernd Komplimente gemacht. Auf der Straße, Fremde machen die einfach Komplimente, und das ist halt in den USA, es ist normal. Die haben eine andere Mentalität und die sind dort, was das angeht, oberflächlicher. Aber in dem Punkt mag ich das voll gerne, weil ich weiß natürlich, dass es oberflächlich ist, ich kenne die Person nicht. Aber wenn du dort langläufst und die Person sieht irgendwas, was dir gefällt, dann sagt sie es. Wenn die dein Eyeshadow mag, dann mag die dein Eyeshadow, dann sagt sie es dir. Wenn die deine Tasche mag, dann sagt sie dir, dass sie deine Handtasche mag. Auf jeden Fall finde ich diese Mentalität dort drüben so angenehm. Also für mich persönlich macht es so einen riesen Unterschied. Denn hier gehe ich raus und werde irgendwie so komisch angeguckt, eigentlich eher. Ab und zu sagt auch mal jemand was Nettes, aber voll selten. Die meisten gucken halt einfach nur. Manche auch so mit so ein bisschen grinsen, manche so ganz normal. Und dort ist halt, dort wurde ich überschüttet mit Komplimenten. Und es gibt einem so ein anderes Selbstwertgefühl, einfach weil du selber nichts anders machst. Ich war genauso dort, wie ich hier bin, aber dort gehe ich raus und die Leute waren nett zu mir und höflich, und ich habe mich voll willkommen gefühlt, im Gegensatz zu hier irgendwie. Was nicht bedeuten soll, dass ich Deutsche allgemein nicht mag und ich liebe euch, das wisst ihr, und wenn ich euch treffe, seid ihr immer mega süß und alles. Aber so generell diese Mentalität von Deutschen und Amerikanern ist halt ein Riesenunterschied. Und weshalb ich mir dachte, ganz ehrlich, ich mache Social Media als Beruf, ich verdiene hiermit mein Geld und ich kann von überall arbeiten. Es macht für mich keinen Unterschied, ob ich jetzt gerade hier bin oder drüben in den USA, ich kann von überall arbeiten. Gerade wenn ich diesen Luxus habe, möchte ich ihn nutzen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich ziehe für 3 Monate nach LA und schaue mir das Ganze an. Die Make-up-Beauty-Industrie sitzt da zum großen Teil auch. Viele Events finden dort statt. Viele Make-up-Marken haben ihren Sitz in den USA. Auch viele dort in LA haben da ihr Office. Und es ist einfach für mich so, okay, why not? Ich gucke einfach mal, wie es ist. Oh, Jesus, meine Nachbarn. Ich habe vor allen Dingen auch mega Bock, einfach mein Englisch zu trainieren und einfach, was heißt trainieren, aber einfach Englisch zu sprechen. Ich liebe Englisch. Ich finde Englisch eine sehr schöne Sprache. Deswegen spreche ich auch dieses komische Denglisch, dieses gemischte Deutsch-Englisch. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich meinen YouTube-Channel damals angefangen habe, mein allererstes Video, was ich aufgenommen habe, was aber nie online kam und was ich auch mit, ich glaube, so knapp 18, 19 aufgenommen habe, ich glaube 19 ungefähr, war auf Englisch. Ich habe es zu Hause aufgenommen. Leider sind die Dateien die einzigen Dateien, die wirklich lustig waren, als meine Schwester angerufen hat. Und wir hatten so richtig, ne, wisst ihr, aber sind leider weg. Und ich habe mir damals so gedacht, will ich auf Englisch machen oder auf Deutsch? Und habe mich irgendwie für Deutsch entschieden. Aber eigentlich wollte ich immer so, irgendwie so ein bisschen international. Und jetzt ist für mich so, ich kann mal ein bisschen reinschnuppern, wie es da so ist. Wie die Menschen so sind. Klar, werde ich ein paar Influencer kennenlernen auf Events und sowas.
das Ganze ist ein bisschen oberflächlicher, die Branche ist eh oberflächlich, USA ist oberflächlich, keine Ahnung, wie das so wird, was für Leute ich wirklich kennenlerne, auch näher kennenlernen, aber auf jeden Fall habe ich mega Bock drauf. Und ja, ich werde einfach dadurch mal wieder Englisch sprechen. Ich hatte für über ein halbes Jahr einen englischen Mitbewohner, beziehungsweise einen Kanadier, und wir haben zu Hause nur Englisch gesprochen und ich liebe es, Englisch zu sprechen. Und ich freue mich voll, einfach mal ein bisschen wieder reinzukommen, jeden Tag, und keine Ahnung, es ist einfach so, ich freue mich ultra drauf. Und übermorgen fliege ich in den Urlaub für 10 Tage mit meiner Familie, worauf ich mich schon mega freue. Diejenigen, die mir auf Snapchat oder Twitter, Snapchat, Twitter und Instagram, genau, folgen, die werden wahrscheinlich Posts und Videos gesehen haben aus dem Urlaub. Aber ich probiere ein bisschen abzuschalten und danach geht es dann auch gleich nach L.A. Und wenn ich dieses Video hochlade, bin ich vielleicht höchstens seit 2 Tagen da oder ich bin kurz davor hinzufliegen. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Und ja, für euch wird sich jetzt erstmal nichts verändern. Ich habe trotzdem meine regelmäßigen Upload-Tage, Donnerstag und Sonntag. Und habe halt, wie gesagt, erstmal ein bisschen vorproduziert. Wir haben die Make-up-Basics, die jetzt angefangen haben, glaube ich. Haben die schon angefangen? Auf jeden Fall jeden Donnerstag gibt es Make-up-Basics und ansonsten halt auch normale Videos. Und natürlich werde ich auch dort was aufnehmen. Ich werde mir ein bisschen Equipment dort anschaffen, ein bisschen was nehme ich mit. Und ich will euch natürlich mitnehmen. Das heißt, auf Instagram wird richtig die Loots abgehen. Also hoffe ich. 3-mal klopfen, dann geht alles safe. Sage ich euch, Leute, klopft immer auf Holz. Es bringt super Glück. Was mich generell interessiert, ist eigentlich so auch ein bisschen die Frage, würde es euch stören, wenn ich mal Englisch spreche? In einem Video oder auf Snapchat oder Instagram? Denn ich glaube, wenn ich dort vor Ort bin und längeren Zeitraum dort lebe und mit Leuten abhänge, die Englisch spreche, ungern nebenbei Deutsch sprechen will, weil ich so mich so, ich will mich so reinfühlen und so drin leben. Wisst ihr, wie ich meine? In diesem Flow dann. Und ja, generell einfach mal eine kleine Frage. Meine Nachbarn, ey, die sind so laut. Was würdet ihr davon halten, wenn so Insta-Story, Snapchat auf Englisch wäre? So, wird euch das abfacken? Findet ihr das nicht schlimm? Wäre das gut? Wäre das cool? Ja, dann schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und ansonsten, ja, keine Panik auf der Titanic. Ich komme auf jeden Fall erstmal wieder zurück nach Deutschland. Ich bin nicht für immer weg. Meine Videos sind immer noch da. Ich bin präsent. Und falls ihr mir halt auf meiner Reise folgen wollt, dann tut das gerne. Instagram, Snapchat, Twitter, alles in der Infobox verlinkt. Hier werden irgendwann dann auch Videos von dort online kommen. Aber ich bin ganz froh, dass ich jetzt so ein bisschen vorproduziert habe. Denn dann kann ich mich ein bisschen einleben und kann ein bisschen gucken, okay, wie ich baue ich am besten mein Setup dort auf und also was, und kann erst mal so ein bisschen in den Alltag reinfinden. Im September wird mich auch die Minze besuchen für ein paar Wochen. Da freue ich mich schon mega drauf. Und vielleicht kommt die Ella noch vorbei. Oder Sammy oder so. Ja, mal gucken. Es wird auf jeden Fall mega cool. Ich hoffe, dieses Video war irgendwie interessant für euch. Ich wollte es euch einfach mitteilen, weil das irgendwie schon was Cooles ist. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal für eine Zeit lang wirklich im Ausland leben werde. Ich habe immer davon geträumt, mal für einen gewissen Zeitraum wenigstens im Ausland zu leben. Einfach mal zu gucken, wie es ist. Englisch zu sprechen, so ein bisschen reinkommen, verbessern, all sowas. Ein bisschen die Mentality so, ne, mitnehmen. Aber ich wusste damals halt, oder mir war damals bewusst, dass ich mir das nicht leisten kann, dass ich keine Zeit für habe und all sowas, bla bla bla. Und jetzt geht's und ich bin so mega happy. Deswegen auch mal ein großes Dankeschön an euch, denn ohne euren Support wäre das alles gar nicht möglich und ich könnte gar nicht an diese coolen Orte reisen oder jetzt für 3 Monate dort einfach leben und von dort aus arbeiten. Ich liebe euch wirklich super doll. Dankeschön für euren Support. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder. Ich habe euch lieb. Macht's gut. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang geworden oder zu langweilig. Kussi. Mm-hmm.